Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Project MA Gaming. Ich bin Art und wir spielen heute Xenonauts 2. Genauer genommen, es ist quasi die zweite Folge unserer Kampagne Commander Iron Man. Ja, wir sind jetzt quasi nach unserer ersten Mission. Also wir sind 3 Tage soweit ins Spiel. Wir haben die erste Mission geschafft, haben dabei einige Sektonen gefangen genommen und ja, harren der Dinge, die da jetzt so kommen. Das heißt, wir haben leider auch einen Soldaten schon verloren, ein paar Verletzte, aber ansonsten war ich jetzt erstmal zufrieden. So, das heißt, wir haben Private Tilk Lemalin, der ist jetzt dazu gekommen, das ist schon mal gut. Und jetzt haben wir unsere Forschung fertig, die Mars Combat Plattform und eine Sentry Gun. Assign New Project. Das heißt, ja, wie ich schon angekündigt habe, ich will auf jeden Fall die Alien Magnetic Weapons haben. Die erforsche ich jetzt auch. Und wir gehen in den Engineering Screen. Und sagen, dass wir hier auf jeden Fall diese Mars Combat Plattform. Ja, wir würden gerne eine haben. Tatsächlich. So, wir haben jetzt auch 250.000 investiert. So, in 5 Tagen ist die fertig. Wie gesagt, ich hoffe, diese Cleaner-Mission kommt danach. Mit Space kann man übrigens die Zeit wieder anhalten. Paniklevel steigt. So, unsere Mars-Plattform ist fertig. Lass mich mal kurz gucken, wie das hier aussieht. Die 7. Das heißt, wir könnten noch einen Schildträger gebrauchen. Haben wir hier ein Schild? Den Mars mit. So, hier hin. Hier wäre ein Schildträger. Das wäre eigentlich ganz gut, ne, wenn wir einen hätten. Andererseits, könnte ich auch mit ihm leben. Oder einen zweiten Sniper? Selected Soldier, du Soldiers. Was haben wir denn hier im Hawk? Wo ist der Rifleman? Der Tilk Lindemann, du kannst aber auch ein Schildträger sein. So. Ja. So, dann gucke ich nochmal kurz, ist das soweit gewollt? Ja, Schild und die Mars-Plattform. Heavy, Assault, der Sniper. Und 2 Rifleman. Ja, so können wir auf jeden Fall mit 2 Riflemen können wir arbeiten. So, U-Base. Das heißt, unser Generator ist gerade fertig geworden und wie ich schon angekündigt hatte, eigentlich will ich auf jeden Fall noch das Medical Bader hinterher setzen. Das baue ich jetzt auch einfach mal hier unten hin. 42.000 können wir noch einen Generator bauen. Ja, der kostet 200.000. Das können wir als nächste Woche. Weil wenn ich noch einen Generator hätte, könnte ich noch ein Radar hintersuchen. Kann ich das direkt schon? Ja, insufficient Power. Wir haben kein Geld und noch nicht genügend Power. Das heißt, das nächste müsste auch noch Power sein. Das heißt, hier brauche ich noch einen Generator. Aber das kann ich alles das nächsten Monat machen. So, da haben wir diesen Cleaner Intelligence Hub. Launch Combat Mission, Launch Aircraft. So, das heißt, das machen wir auf jeden Fall noch. Ja. Schild. Soweit okay. Der Mars kann nichts mitnehmen. Den kann ich natürlich noch Heavy Plating mitgeben, damit hat er weniger Time Units. Hält aber ein bisschen mehr aus. Unser Rifleman, ja, sieht gut aus. Unser Schildträger. Du kriegst noch eine Granate in die Hand. Und eine Blendgranate. Unser Heavy sieht soweit erstmal gut aus. Unser Assault. Ist eigentlich
perfekt. Ne? Zweiter Assault hat auch noch ein zweites Schild. Rifleman. Und unser Sniper. Ich überlege jetzt aber, den Assault noch durch den Sniper auszutauschen. Nee, Assault ist gut. Nee, der Assault ist wichtig. So. Lounge. So. Ja, auf jeden Fall möchten wir jetzt ins Battle angehen. Ich hasse den Kampf. Um ganz ehrlich zu sein. Ich finde den voll fies. Ja. Gerade in den ersten Runden ist der, ja, sehr unangenehm. Immerhin haben wir unseren Panzer und beziehungsweise unseren Mars. So, wir müssen hier 10 Datasets klauen. So, der Sniper könnte schießen. Hat auch eine sehr gute Trefferwahrscheinlichkeit eigentlich. Aber wir machen natürlich erstmal das obligatorische 61. Ja, probier doch mal im Glück dann mal. Mein Gott. 23%, wir probieren es trotzdem mal. Schade. Aber er hat schon mal einen Treffer hingenommen. So, das heißt, du gehst jetzt hier hin. Ich probiere mal mein Glück. Der Blumenkübel hat es auf jeden Fall schon mal ordentlich abbekommen. Das heißt, mit dir gehe ich hier hin. Er sieht natürlich direkt den zweiten. Bewegen wir uns hier hin. Dann werfe ich die Blendgranate. Sollte der zumindest kein Reaction Fire mehr hinbekommen. Sehr schön. So. Hier fahren wir hier hin. Ja, der Bus hat mich gestört. So, Inventory, Schild auf dem Boden droppen, Pumpgun in die Hand nehmen, hier hinrennen. Ja, kannst du noch mit dem schießen? 27% höchstwahrscheinlich, ja, kannst du. Schieß natürlich daneben. So, du lässt das Schild fallen, nimmst die Pumpgun in die Hand, rennst hier hin. So, Heavy Machine Gunner. Heavy Machine Gun. Probieren wir mal mein Glück. Der Scheiß raucht da, ne? Aber ich probier mal mein Glück. Okay. Das war ganz soweit, ganz gut. Bis jetzt. Oh, der ist jetzt rausgekommen. Da ist einer. Zivilist. 44%.
erstmal. Perfekt. Genau so wollte ich das nämlich haben. Prozent. Das ist nicht viel, aber ich probiere es trotzdem mal. So. 23, 26. Da oben ist noch einer. Das ist schlecht. 26. Das heißt, ich werf dir jetzt die Granate ins Gesicht, idealerweise. Oder auch nicht! Wird vollkommen überwertet. Der hat noch 19 Aktionspunkte. Ich könnte mich zurückziehen. Naja, das mache ich. So. Kann der Sniper jetzt da hinschießen? Dann kann er immer noch nicht. Da hinschießen, dann kannst du immer noch nicht. Kannst du von hier aus da hinschießen, dann kannst du nicht. Wir wollen aber versuchen, hier Richtung Computerräume zu kommen. Oh Gott, da ist noch einer. Ja, das ist jetzt bis jetzt alles relativ meh. Also, du gehst hier hin, duckst dich. Ja, 30%, das ist nicht viel. Ich schieße trotzdem mal. Und freue mich natürlich, dass ich die Elite-Soldaten habe. Ja, was machen wir denn mit dir? Du bist hier hin. Dich hin und schießt ihm in den Arsch. Perfekt. So. Das heißt, hierhin möchte ich nicht, weil von der Seite bin ich dann komplett ungeschützt. Hierhin. Und wir rennen hierhin. Zack. Ducken uns natürlich und sagen ab dafür. Das heißt, mit dir kann ich nochmal vorrücken. Hierhin. Sage, jetzt beenden wir den Zug. Das heißt, auf den wird jetzt höchstwahrscheinlich geschossen werden. Gehen wir stark von aus, ja. Lass die Bank in Ruhe. Ja, ist klar. Meine Güte, da sind halt. Da sind ein paar Puh-Männer. Hat er eine Pistole, der Soldat? Er hat eine Pistole, der Soldat, ja. So. 41%, das ist. Das schießt aber auch echt krüppelhaft. Jawohl! Man muss sich einfach nur beschweren, dann klappt das schon. Prozent. Ich probiere es trotzdem mal. Ich meine, dahinter ist einer. Nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Heide Witzka. 37%, was ist mit dir? Oh. Meiner ist jetzt suppressed. Also mit dir fahre ich jetzt mal hier hin. Versuch mal mein Glück. Nein, nein, nein. So, mit dir rennen wir jetzt mal hier nach vorne. Ach, Gottes Willen. So, das heißt, mit dem Schildträger rennen wir jetzt mal hier hin.
Rauchgranate. Die kann ich nicht mehr werfen. Fuck it. Ja, hier hin. Ja, das möchte ich ehrlich gesagt noch nicht machen. End turn. Meine Fresse, da sind aber ein paar, die da rumrennen. Ne? Es ist jetzt natürlich schlecht, dass da hinten noch einer ist. So, das ist mit dir, renne ich jetzt mal hier hin. Dann kann ich die Tür auch wieder schließen. Kannst du dich hier hin bewegen? So, das heißt, du rennst hier rein. Die Tür zu. Duckst dich. Du rennst hier rein. Du holst. Ja, wie mache ich das am besten? Das ist ja alles Schahabul. Ja, du kannst hier leider nichts machen, Cindy, ne? Du kannst dich höchstens umdrehen und dann Elend von vorne sehen. Ich hoffe, das ist einfach von der Entfernung her so gut, dass der einfach... Das war wahrscheinlich der Soldat. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, die Tür öffne, mich hier hindrehe, dann steht hier einer. Das heißt, dem blaster ich einfach um, mach die Tür wieder zu. Und mit dir gehe ich vor die Tür, mach mal kurz auf, guck mal, seh nix, mach die Tür wieder zu, beende die Runde. Geh mit dir hier hin. Duck mich, kann nichts machen, beende den Zug. So. Wir probieren es natürlich trotzdem. So, und mit dir stürmen wir jetzt hier hin. Jetzt auch hier. Telefon gehe ich jetzt mal nicht dran. So,
der Schildträger hier hin. Und beenden wir das Ganze jetzt mal. Oh! Was sind da so häufig daneben geschossen? Na, der Soldat lebt noch. Ha! Oh, die Reinforcements kommen schon. Das ist tatsächlich eher bescheiden. Oh, ich versuche mal mein Glück. Ich will die Tür wieder schließen. So. Ich überlege jetzt gerade. Perfekt. Du fährst hier hin. Und haust den um. Sehr schön. Oh, das heißt, du bleibst hier stehen. Du rennst hier hin. Nimmst das mit. Rennst hier hin, nimmst das mit. Machst die Tür zu. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 6, 7, 8, 9. Hier ist auch noch einer. Den nehmen wir auch mit 10. Das heißt, prinzipiell haben wir alles, was wir brauchen. No. So, du gehst dann da mit. Ach, 10, du duckst dich, du duckst dich. Meine Güte. Ah, seid nicht so gut, ne? Und jetzt beenden wir den Zug mal. Dass die Cleaner sind, ist natürlich ein bisschen scheiße für mich. Um Gottes Willen! Das kann nicht der Soldat gewesen sein. Oh, wie kommt der denn da hin? Wie kommst du hier hin? Perfekt. So, das ist die Cleaner. Das heißt, ich bewege mich hier schon mal zurück. Mit ihnen.
Riemchen auch. Natürlich noch hier oben hin, tatsächlich um das letzte Ding da mitzunehmen. Enemy spotted. So, das wollte ich noch machen. Perfekt. Soldat ist tot. Kriege ich den Cleaner hier hinten noch abgeholt? Probieren wir mal einen Griff. Ja, der hat auf jeden Fall mal gefressen. Und wir beenden die Runde. Also wir brauchen noch einen. Waffe reload. Wir brauchen noch einmal Bucket, ja. Wo siehst du die denn? Einer ist da, einer ist da. Ach, Gottes Willen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass du triffst, ne? Den kriege ich hier irgendwie rausgezogen. Vermutlich eher fast nein. Oder kriege ich den jetzt hier durch die Tür? Perfekt. Komm durch die Tür. Mach die Tür hinter dir zu. Heil dich. So. Mal die Tür auf, hier ist nichts. Ducken. Das heißt, wir ziehen uns weiter zurück.
So. Und den ersten haben wir schon mal im Wagen. Den fahre ich jetzt einfach mal hier hin. Beende die Runde. Sieht erstmal soweit ganz gut aus. So, und jetzt Fersengeld. Ja, so. Du kannst noch weiter vor. So, so. So. Warte mal. Ja, renn da hin. Zack, Ende. Du. Auch hier hin. Du. Kannst du rein? So, das heißt, du gehst hier hin. Drehst dich um. Next. At turn. So, ich hoffe. Enemy Activity. Dass wir da jetzt die nächste Runde rauskommen. Ja, das sieht doch gut aus. Kein Feindkontakt. So. So. Ja, der nächste bitte. Nein, dahin. Sonst. Gott, ich bin so doof. Dahin. Nächster. Hierhin. Nächster. Hierhin. Nächster. Mission complete. So, perfekt. Wir hätten theoretischerweise mehr Daten mitnehmen können. Aber tatsächlich auf Commander wollte ich nicht in die tiefen Räume. Zumal die Cleaner demnächst noch mehr Verstärkung bekommen hätten. Und wir da höchstwahrscheinlich ja noch einen Sack gekriegt hätten. Er sagt, ansonsten bin ich relativ zufrieden. Ich glaube, wir haben, wenn ich mich recht erinnere, ist keiner gestorben. Wir haben einen Verletzten. Mindestens einen. Wenn ich mich erinnere. Ja. Einer ist einen Tag verletzt, hatte wahrscheinlich eine Rauchvergiftung. Der Schildträger hatte auch einen abgekriegt, scheinbar. So, das ist natürlich hier der Rifleman, der hat es am. Der hat aber auch plus 12. Das ist um 12 besser. Die sind alle so krass geworden hier, ne? Plus. Überall plus 2, das ist sehr gut. So, ein Local Survived gab es, das war der Soldat, der ist natürlich verreckt. Wir haben 15 von 16 Cleanern getötet und keinen dabei verloren. Das ist tatsächlich sehr gut. Damit kann ich leben, sagen wir es mal so. Beschleunigen wir das Ganze. Und wir haben jetzt die Alien Magnetic Weapons dazu gekriegt. Assign New Research. Und ich würde gerne den über den Plot mit 8 Tage, 16 Tage wären beides. 16 Tage, dann wären wir bei Day 30, das Monatsende. Dann nehmen wir erstmal den Plot mit, weil ich gerne 200 plus 240 Monthly Funding gerne hätte. Genau, das hätte ich gerne. Und in der Produktion machen wir einen Sniper Rifle, hätte ich gerne eins. So, das fehlt uns alles. Aber wir können natürlich in unseren Store gehen und können hier Sachen verkaufen. Wie ihr seht, wurde es schon gepatcht. Also es gab mal so einen Tipp und Trick, möglichst lange Sachen aufzusparen und dann alles auf einmal zu verkaufen. Das wurde gefixt, das klappt nicht mehr. Tatsächlich. Also sobald ihr schon einen nur verkauft, seht ihr schon, dass das Value runtergeht. Ja, wir verkaufen 2 Lebendige, haben damit 39.500, das ist schon mal ganz gut. Und verkaufen auch 2 Leichen, machen damit knapp 59, verkaufen alles, ja. So, damit kann ich nämlich noch, würde gerne 2 Rifles bauen. Und eine Shotgun würde ich gerne bauen. So, und
wie ihr seht, bin ich schon wieder fast pleite dadurch. Aber die würde ich gerne erstmal soweit haben. Pistolen würde ich auch gerne bauen, aber habe ich alles nicht. So. Also wir können hier nochmal ein bisschen vorspulen. Ansonsten, ich warte, bis der Sky Ranger zurück ist. So, das sind Cleaner Operations. Vielen Dank. Wir wissen es jetzt. Cleaner Network Progress bei 100%. Kriegen wir die Hauptquartiere erfüllt. Es gibt nur noch ein Panik, ganz schön von zwei. Das heißt, wir sehen, die Paniklevel sind auch gut runtergegangen, bis auf Lateinamerika. Aber im Vergleich zum Start der Kampagne, wo wir mit 50 angefangen haben, sind die Zahlen jetzt erstmal wieder normalisiert. Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht so viel Angst haben, dass der Paniklevel irgendwie so hochgeht und wir ein Gebiet verlieren. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, ja, reicht das jetzt auch für die zweite Folge. Das heißt, wir haben eine zweite Mission geschafft. Sie muss jetzt auch nicht ganz so lang sein wie die erste. Ich wüsste jetzt auch erstmal nicht, was wir für die Forschung mitkriegen. Also so viel Tolles Neues gibt es da nicht. Ganz zu schweigen davon, dass wir eh kein Geld haben. In 7 Tagen können wir auf jeden Fall neue Wissenschaftler dazu einstellen. Dazu brauche ich aber halt nur noch irgendwie Funds. So haben wir Kohle. Also idealerweise nehmen wir auch noch irgendwie was vom Storage, dass wir die Sachen hier verkaufen können. Ich weiß auch nicht, wie das mit den Cleaner-Data aussieht. Wenn wir die verkaufen, ob der Progress runtergeht, das habe ich jetzt noch nicht festgestellt und auch noch nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Das Problem ist, ich will es auch nicht unbedingt direkt auf Iron Man ausprobieren, wo ich ja nicht speichern kann. Wie gesagt, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann bei der dritten Folge und bis dahin, ciao!